Ja, auf Kommando. So, wieder dabei sein. Wie ging das nochmal? Diesen Spruch? Na, ist auch egal. So, wollen wir mal gucken hier. Nicht so schön hier. Der Startpunkt ist nicht so toll, muss ich sagen. Aber könnte schlechter sein, ne? So, wo müssen wir da hin oder was? Dafür ist das Wetter diesmal besser. Ja, besser, weiß ich nicht. Letzte Woche hast du mehr Schnee gehabt, aber Schnee war doch schön. Wenn es ein bisschen schneit, ist auch ganz toll. Nee, du kannst, es gibt auch so einen Gurt dafür. Dann hast du ihn hier so. Dann hast du die Arme frei. Okay, ja, das ist ein bisschen blöd. Was? Ach, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Das ist halt mein Zweitberuf, den wir jetzt Kameramann. Navigator. Du bist der Navigator. So, was haben wir heute für eine Tour vor uns? Aachen sagt 16 Kilometer. Das heißt, wir wollen uns auch ein bisschen verlaufen zwischendurch. Theoretisch 14. Theoretisch 14, ja. Ach, guck mal, die ersten Begegnungen passieren auch schon. Ja gut, mitten auf der Straße ist auch kein Problem. Das ist ja normal. Kannst du ja noch interviewen. Ja, sollen wir ein kleines Interview starten hier? Ja. Ach Gottchen. Ja, und mal zwei Frauen. Mutter und Tochter. Kann schon sein. Hallo. Was ist das? Ah, du bist ja deine Kamera. Was denn? Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die waren so ein bisschen erschrocken, glaube ich. Ja. Ja. So ist das. Ist natürlich hier so, die Straße langlauf ist natürlich irgendwie ein bisschen. Ja, wir müssen ja gleich rechts. Ach so. Hier hinten. Okay. Wir können hier noch ein bisschen Zeit gewinnen. Müssen wir da am Andreaskreuz rüber oder was? Nein. Noch weiter. Gelb. Alter. Auf jeden Fall da hinten, da gehen wir nachher wieder zurück. An den Bergen, Hügelchen. Sehr schön. Ja. Ja, ja. Gut. Nur hätte man auch schon hierher gehen können. Ne? Heute aber laut Plan. Wir laufen ja nicht mehr den anderen Weg. Ne. Jetzt dann halt erst dahin. Da geht es hier auch freilaufen. Da und schöne Hühnerzucht. Zucht. Jeden Tag frische Eier. Ist auch was Schönes. Jo, ist ein Pferd. Ein Baublick. Ja, kannst du nur einen kaufen. Nee, ich glaube, jetzt will ich auch. Aber da auch ja nichts. Ja, also. 5 Euro. Ja, da kommen wir nicht weit mit, Achim.
Da könnt, dann hätten wir auch mal so eine schöne Kanada-Reise, könntest du da mal ausgeben. Puh, will ich so ja machen. Halbes Jahr Kanada. Und dann so mal ein bisschen rum. Bestimmt geil, sowas. Also USA würde ich ja, glaube ich, nicht hin, aber Kanada wäre, glaube ich, noch eine Alternative. Kanada ist ja einmal 4 Wochen gewesen. Ja, weiß ich. Guck mal hier, schön, immer fleißig, ne? Die Landwirte, deutsche Landwirte. Geruch, Geruch kann man ja. Ja, Geruch. Das ist ganz schön kalt, ne? So. Jetzt müssen wir auch gleich hier rechts angeblich. So, da hinten, da hinten, da hinten. Hier, eigentlich hier. Hier rüber? Ja, dann. Los. Guck mal, es fängt schon wieder an. Der Navigator hat einen passenden Weg gefunden. Jetzt geht's los hier. Über die Schienen. Das ist, wie heißt das? Bemoostes Holz, da musst du aufpassen. Das ist glatt. Da helfen auch die Besten, da hätte schon Spikes haben müssen. Ach guck mal, hier ist er auch lang geritten. Pferde. Ja, diese, ob nun Räder oder Pferde, ne? Ja. Gleich zum Auto zurücktragen können. Nee, Medikament habe ich nicht mitgenommen. Habe ich zu Hause gelassen. Wollte ich eigentlich nur mit welchen Rucksack mitnehmen. Ja, ist schon. Was haben wir da hinten denn für Schönes? Häuschen. Hm. Ja, ist schon soweit. Stimmt. Wie viele Meter waren das hier? 200? Bis hier? Ne, überhaupt hier. Die Höhe? Ja. 33. 33. Meine Tour gar nicht gestartet. Aber ich habe ja sowieso immer. Na komm. Herr Garmin hat ja einen bösen Brief geschrieben. Ne? Ja, warum? Wie heute so scheiße ist hier, dass ihr immer abkackt. Ja, könnt ihr den einschicken. RMA Antrag ausfüllen.
könnte sein. Das ist die Antwort. Meine Mails sind sie gar nicht weiter eingegangen. Meine Beschwerde. Müsste gecheckt werden von der Technik, keine Ahnung. Da ist ein Softwareproblem, das weiß ich ja so schon. Im englischen Forum sind wir jetzt, glaube ich, mit 15 Leute, die den Fall hatten, die das selber haben, denselben Fehler. Ja gut, vielleicht ist es auch ein Hardware-Fehler. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein, ne? Ja, muss ich mir jetzt halt das Ding einschicken. Das ist aber auch irgendwie zerfließt, wenn du keine großen Alternativen hast. Ne? So, warte mal hier denn. Pferderaststation Lienen. Tja. Den Winkel auch einstellen. Was? Den Winkel? Könnte ich auch, ja. So ganz verschiedene. Muss ein bisschen höher, 2-3 Grad höher. Ne, der hat ja. Der ist ja immer da vorne auf dem Boden. Der hat ja 170, der macht ja komplett das, passt schon. Weitwinkel. Ja, kannst du gucken hier. Pass mal auf. Ja. Das ist ja schon okay. Nur das durch den Wald hier oder was wahrscheinlich, ne, oder? Toto schleifen. Okay. Ganz schön moddrig hier. Was sagst du? Was jetzt mit der sauberen Hose? Du hast ja wohl nicht gedacht, dass du heute mit einer sauberen Hose nach Hause kommst, oder? Ist das hier dieser 27 oder die Suche des Weges? Ja, genau, die 27. Gut. Das sieht gut aus.
Die Wege sind doch schon ein bisschen fester als letzte Woche. Wir sind durchgefroren. Ja, oh, das ist so viel Stein. Steine, felsiger Boden. Auto-Kanada. Die Ortsmitte. Kleine Teiche zum Angeln oder was? Fischschutz. Oh, hier, guck mal, die ersten Tiere. Hier. Habe ich gesehen, der saß gerade auf der Tank. Ein Vogel. Falsch? Falsch, 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 falsch. Das waren schon die ersten 50 Meter zusätzlich. Ach so. Ja, gut, wenn es hier zum Wasserfall geht.
Ziemlich verwinkelt die Route, ne? Ja. Ich glaube, das war auch das erste Highlight. Aha. 1,7 oder so. Ja, kann sein. Ja, jetzt sind wir aber schon bei 1,9. Deine Lügenuhr, die sagt sowieso die falsche Entfernung. Der Mais müsste mal ab. Oh, da hinten ist eine Katze. Schwatz. Den musst du wohl nicht mehr essen. Den Mais. Den Mais, den. Der ist schon überfällig. Privatweg, Achtung Hund. So, wo gehen wir jetzt her? Dann gehen wir einfach hier hoch. Lass mal gucken. Na, ist alles gut, alles sauber. Heute ist. Das sieht richtig gut aus. Doch, da unten. Ja, ja, okay. Ja, ein Fleck hast du schon. Ja. Wo müssen wir denn her? Ich sehe schon, die Wegfindung wird heute wieder richtig schwierig. Die Navigation wird schon klappen. Gut. Ich habe gesagt 16, da bleiben wir auch mal. Ja, ich denke, es werden 20. Ja, mal gucken. Besonderes, ne? Ja. Ich bin schon verwöhnt. Ja. Dass die Wege matschig sind. Gute Frage. Ein paar Ziegen. Und da waren da Rehe drin für den Weihnachtsbraten. Die sind schon geschlachtet, die müssen ja abgehangen werden. 2-3 Wochen. Oh, eine alte einsame Hütte. Wir müssen runter. Wo runter? Müssen wir? Ja, also die Richtung. Oder da an dem... Hinter der Hütte. Ja. Hinter der Hütte. Jetzt dann runter. Ja. Und da unten.
Oh, da kommt uns sehr entgegen. Naja. Sehe schon. Hier kannst du eh nicht woanders hergehen. Hier kannst du eh nicht woanders hergehen. Ach was, der hat schon gar nicht mal guten Morgen gesagt. Ja, der sah sowieso schon so unfreundlich aus. Das ist hier Bad Iburg, die sind alle so unfreundlich hier. Ja, die sind alle komisch drauf hier. Müssen wir nicht daher, wir müssen bestimmt nicht wieder zurück. Ja, aus und rechts, aber sehr gut, die abgerissen. Komm, dann gehen wir hier einmal durchs Gestrüpp hier. Ja. Also der Straßenanteil ist mir eindeutig ein bisschen zu hoch hier. Hallo. Draußen habe ich das Licht vorne ausgemacht. Die können gar nicht sehen, ob wir wirklich filmen oder nicht. Siehst du nicht. Wie man auch nicht allzu oft so ne, das stimmt. Aber da ist ein bisschen Draht hinter, ein Drahtzaun hinter. Da vorne geht's hoch wieder. Ja, rechts. Ich höre was plätschern. Ist das der Wasserfall? So ein paar Löcher in den Handschuh machen und wollte sie gar nicht zugreifen. Nur reinstecken. Ja, könnte man alles machen, ne? Nur wandelt. Nur die Leine rettet Leben. Guck mal, Wildschutz. Ja, wir laufen die ganze Zeit die A10 nach hier.
Ja. Frische Pferdespuren hier. Pferdespuren, frische. Fährt hier noch zum Wildhüter oder Pfadfinder? Nee, wie heißen die? Kundschafter oder so. Hoch. Wo geht's denn da hoch? Echt? Ja, los, komm rein. Da hinten, guck mal. Ja, da müssen wir hin. Da gehen die hoch. Ja, aber man hier. Guck mal, halt hier hoch gegangen. Okay. Bestimmt nach hinten links da wieder, ne? Ach Gott. Wieder 10 Meter rausgeholt. Waren eben schon Person 7 und Person 8, ne? Ja. Ich glaube, wir zählen mal. Irgendwann zählen wir mal die Personen, die uns gehen. Hier gibt es extra so ein Gerät, da musst du immer drücken. Okay. Ein Zähler. Ja. Hast du denn keine Personenkennzeichnung oder so auf der Kamera? Ne. Ja, mit abspeichern. Jedes Gesicht, was uns entgegenkommt. Du kannst hier im Nachhinein noch durchzählen. Das geht natürlich auch. Du kannst auch eine Software rüberlaufen lassen, die dich. Ja, guck mal. Ach, dein Puls ist viel zu hoch. Du bist immer kurz vorm Sterben hier. Schon, irgendwann muss ich dich mal tragen. Ja, sehe ich schon. Mal so weitergehen, kommen wir im Dunkeln an.
Das ist, finde ich, nicht. Das ist mehr so eine Wanderstrecke hier, als nicht Wander hier, sondern Spaziergangstrecke. Warte mal noch auf die Höhe, wo wir eigentlich mal den Berg hoch müssen. Also ich weiß auch nicht, das ist. Die werden wir auf jeden Fall rechts müssen. Ja. Hier dürfen wir nicht. Ja. Was ist denn jetzt ein Privatweg? Genau. Ja. Ach, da ist auch die A10. Super. Ich bin viel zu warm angezogen, glaube ich. Ich bin am Schwitzen, ey. Ehrlich? Ja. Das natürlich nicht, aber. Ich habe einen gut temperierten Motor. Ja, rechts, oder? Gesehen. Das war wahrscheinlich der unter der Brücke, kann das sein, wo wir rübergegangen sind. Meinst du? Ja, ja. Ein Wasserfall war es ja auch nicht, also es war ja mehr so ein. Ja, weiß ich auch nicht. Also Seen sind hier überall hier, also. Ist ja. Das kann schon sein. Na, ich glaube, ich werde heute aber auch nur so ein bisschen aufnehmen. Irgendwie lohnt sich das hier nicht. Ich weiß nicht, die ganzen Wege hier, die Straßen, sind irgendwie nicht so interessant hier. Naja, vielleicht sitzt es noch besser. Kann nur besser werden. Ja. Hatten wir da hinten ja auch schon mal. Was haben wir denn hier? Karte von Lienen. Wanderkarte. Ja, schön. Auf jeden Fall sind wir auf dem Lande hier, ne?
habe erstmal die Uhr angemacht, die war noch gleich an. Oh, nicht so viel. Aufs Handy gucken. Okay. Ja, das ist mehr was für ältere Leute, die da. Ja. Hätten wir meine Mutter mitnehmen können. Hörst du, Mama? Das ist ein ganz einfacher Weg. Nächstes Mal nehmen wir eine Bürste für dich mit, hä? Kannst du mal nach rüber bürsten. Verstehe ich nicht. Was, links, rechts? Wahrscheinlich. Bauchgefühl, geradeaus. Wenn er nichts sagt, immer geradeaus. Wie war der Fassen? Das ist eine Wiese hier. Das ist auch nur ein Feld. Ja. Sein möchte sich aufwärmen im Dünger da vorne. Das ist eine Wiese. Ein Feld. Der Berg da, da ist schön warm. Das ist eine Wiese. Und wenn es ein Feld wäre, dann wäre das, ja, wär da kein Gras drauf, verstehst du? Okay, ein Feld ist das, wo man das drauf anbaut. Lass dir das vom alten Bauern erklären. Jetzt geht's endlich in die Wälder. Das ist ja wie, was ich eine Stunde vorspiele. Und nichts passiert. Und dann ist man nach 5 Minuten fertig. Kann doch wohl nicht sein. Wir hätten gewonnen gehabt am Freitag. Tristan oder du? Ja, ein Match habe ich verloren. Ei. Das letzte, aber das war aus gesundheitlichen Gründen. Gesundheitliche Gründen? Ja, so was ist da hier. Links halten. Ja, jetzt geht's endlich. Jetzt geht's ab hier. Guck mal. Endlich mal. Endlich! Fotos! Fotozeit! Das gibt's ja gar nicht für diese Tour zu fotografieren. Echt, das stimmt. Warte, ich muss ja alles mit einer Hand machen hier. Ich denke, du kannst da viele Fotos machen. Natürlich, aber die kann ich natürlich nicht gleich per WhatsApp verschicken hier. Muss ich auch. Doch, muss ich. Wir müssen ja alle wissen, wo du mich hin entführt hast, damit die mich hinterher retten können. Ja, guck den Scheiß mal an. Das schicke ich jetzt im Family Channel. Wir müssen das gucken. Weißt du? Und was haben wir hier? Kein Internet. Wieso haben wir kein Internet? Wieso habe ich hier WLAN an? Alter. Hä? Mit wem bin ich denn hier verbunden? Ach, mit der Kamera. Was? Pauschaltouristen entgegen. Ja. Oh, der Matze ist auch schon wieder am Zocken. Lieber Bach. Ja. Oh, da hinten sind wir hier. Sitzt wir hier. Wo? Ja, geradeaus. Ja, ja. Ist das der Wasserfall hier oder ist das hier? Na, Wasserfall sind noch 3 Kilometer von da. Das ist eine Beruhigung. Ja. Was ist denn das? Lass uns mal gucken, was das ist hier. Muss ich irgendwas stehen. Ja, gut. Hallo. Hi. Ja, schön. Hm.
mal hin. Geh mal hin. Wohin? Das ist ein Berg. Wo wolltest du mal ein Berg? Ach, Biologe. Das sind aber Geologen, die Steinkundler. Ich hätte jetzt zweimal gesagt, Geologe. Hast du Geologe gesagt? Ich höre immer Biologe, Alter. Siehst du, muss das Alter sein, ich höre schon. Ja, schon die ganz alten Steine liegen ja schon. Das waren echt uralte Steine. Ja, Schiefer, ne? Schieferplatten. Übliche hier, wie überall. Da brauchst du nach dem Schatz nicht suchen. Die Römer, es sei denn, die Römer haben sich gedacht, das, hier könnte man schön was verbuddeln. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Ja. 3 Stunden, geschätzt. Wie 3 Stunden? Noch. Noch. Für 10 Kilometer. 14. Für 14. Ich hab 14 nicht mal angegeben. Aha, okay. Das Ding hält sich jetzt in meine Waage richtig. Das hält sich auch nur die Kamera hält sich in der Waage richtig. Siehst du doch. Ja. Mensch. Ja. Das ist der Trick der Wahl. Und das ist noch eine richtig kleine Gimbel. Das ist mal größer. Du brauchst da unten noch eine Aufnahme, dann können wir es hier auf den Schädel tackern. Nee, ich kann brauchen nur einen Helm aufsetzen. Ja, so blöd. Mit dir, da laufe ich mit dir nicht mehr durch. Da lass ich mal 20 Meter vor. Der Navigator muss immer vorne vorweglaufen. Ja, hast du mich ja nur auf dem Bild. Die Landschaft offen. Ja, das stimmt. Da oben ist auch schon wieder ein Hochsitz. Tack, tack, tack. Ja. Da meldet sich wer. Auf deine Beine zu gucken, da kannst du eh nicht ändern. Noch hält es nicht. Ja, hier ist ja auch nichts, oder? Langsam und stetig geht's berghoch, ne? Meter. Ja, das ist hoch.
bisschen mehr Schnee zu sehen. Ja. Du hast gesagt, Mittwoch fahrt er los, ne? Was hast du gesagt? Ja, Mittwoch nach Regensburg und Donnerstag nach Rehberg. Ja. Ja, das wird ganz toll. Wird schön da, mit Sicherheit. Ich denke auch. Ich bin immer zu Hause. Ja, irgendwie Regensburg, irgendwie liegt mir da was an, als wenn ich da auch schon gewesen bin, aber auch schon ja vergessen, glaube ich. Eben eigentlich bei dir runterladen? Ja. Ja, kannst du auch. Ja, meine Nachfahren auch noch was davon haben. Du redest von Tristans zukünftigen Kindern. Genau. Ja. Dieses alte Format noch lesen kann. Ist ja digital, da gibt es bestimmt einen Konverter. Interessant sind ja die Speichermedien, ne? Wenn du heute die Diskette hast oder so, ja, hast du auch schon Arschkarte. 5,5 Zoll. Ja. Nicht mehr. 27 Kilobyte. Oder so. 3,5 Zoll. Das war aber erst später. 1,44. Das war später, war ja. Auf der Dingens C64 waren es glaube ich 128 Kilobyte. Der Speicher? Ja, auf der Festplatte. 64 Kilobyte. Nein, auf der Festplatte. Ach so, auf der Platte. Dann war es dahinter bei D und Double D, ne? Double Density auf 3,5 Zoll. Die benutzen wir noch. Echt? Verarbeitete Maschinen, teilweise die alten Maschinen. Sind die so alt? Haben wir ja auch. Da gibt es 720 Kilobyte und 1,4. Ja, das ist die doppelte DD. DD und AD. Ja, da gibt es dann noch hinterher, gab es da glaube ich 2,8, gab es auch welche. Letztens habe ich nochmal den Daphne installiert, kennst du den? Den Emulator für, wie heißt das? Dragon's Lair. Ja. Ich bin auch hier gerade. Jetzt kann ich meine Kamera wegschicken, ich muss auch was trinken. Ich muss wieder warten, ne? Was? Ich muss wieder warten. Was musst du auf ihn musst du warten? Warum schmeißt die Kamera nicht auf? Warum machst du den dann nicht an? Achso. Ich muss warten, bis du mir mal ein Fläschchen gibst. Ja, dann komm doch hier hin, Alter. Ich sitze ganz gut hier. Warum willst du nicht sowas hier mit Gürtel? Ja, ich glaube, hier ist mein Porter. Deswegen muss er aber trotzdem Rucksack mitschieben. Ja, aber das stört ja nicht. Oder ein Mineralwässerchen, das ist natürlich... Das Beste der Welt. Mhm. Ist das auch im Aldi, oder? Netto.
Das ist das hier. Aus dem Wasserhahn. Wer weiß, was du da drin hast. Wodka pur. So. So, geht weiter. Ich werde noch auf den Weg gucken. Weiter geht und dann gucken wir. Sind wir überhaupt noch richtig? Jetzt kann ich mir gucken. Ne? Wer weiß, wo wir sind. Guck mal, wir haben so fast deckungsgleich gelaufen. Donnerwetter. Ja, heute klappt es hier, wir haben Schnürchen. Bis auf eine Abkürzung. Wir haben hier einen Bogen gemacht. Einen Waldbogen. Ach ja, stimmt, das war ja der. Ja. Da haben wir ein bisschen die Strecke verpasst. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Irgendwie kann ja, das. Was haben wir denn als irgendwie anders aussehen. Der hat die, glaube ich, von Hand nachgezogen. Der Steinbruch kommt gleich. Ja, dann gucken wir uns doch mal den Steinbruch an. Nummer 10. Die Dunensteine. Okay. Kannst ein bisschen klettern. Ja, wo gibt es hinterher den Kaffee? Ja. Also ist der Steinbruch hier, ne? Ja, das ist. Naja, das ist. Hatte Kai mir erzählt. Haben wir schon fast ein Drittel. Ein Viertel. 16 durch 4. Links, rechts, geradeaus. Geradeaus. Ja. Wie geht's dir geradeaus, Alter? Wahrscheinlich da lang. Ja, siehst du. Die Sonne. Gegen die Sonne. Ja, jetzt hat er es aber auch hier gemeldet. Alter, Walter. Ja. Die Sonne. Man will ja immer rüber gucken, wo ist so hoch. Man sieht nichts, ne? Ja. Ja, guck mal, ich bin auf so kurze Arme. Hochspringen. Und? Ja, siehst du auf jeden Fall mehr. Ja. Ja, vielleicht sehen wir da hinten. Kann sein, dass wir da noch mal richtig was sehen. Ja, ich hab's gesehen. Kurz. Ja.
3 Stunden, 6 Minuten, 14. Na denn. Dritte. Dritte. Die letzte Drittel brauchen wir noch nicht. Das glaube ich weniger. Kleine Wette machen, ne? Ja, nee. Ach, siehste. Das nehmen wir vorweg. Ja, nächstes Mal bringe ich noch so Stirnlampen mit. Ruhmhelden. Ja, genau. So eine Stirnlampe. Tack, tack, tack. Oh, was ist hier denn? Können wir was lesen? Mal gucken. Ich glaube, von hier haben sie die Fotos gemacht. Sieht danach aus. Ja, guck mal, gibt's ein bisschen was zu gucken hier. Das Ding läuft noch. Hier wird noch abgebaut. Ja, ob man das richtig erkennen kann. Altdrupper. Drupper Berg. Hier, guck mal, powered by. Guck mal, was da ganz rechts unten steht. Ewe. Das heißt nicht Ewe, das heißt EWE. Ja? Ewe. Du bist auch so eine Ewe. Okay. Lauf mal einmal runter und wieder hoch. Und dann? Das ist kaputt. Gerade. Na gut. Lang genug verweilt hier. Sieht man aus der Milch nicht so wärmer. Ihr habt doch gesagt, das ist viel zu warm heute. Zu warm angezogen für. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen kälter heute. Nur 4-5 Grad zu warm. 8 Grad die Hände. Ich wollte nicht mal meine Mütze aufsetzen. Ich habe nicht mal kalte Ohren. Die letzte Woche. So, es gibt jetzt WL oder TL. Wieso? Noch keine Information, ja. Sie ist spät dran. Sie ist halt eine Frau. Geradeaus. Geradeaus, Magler. Immer noch geradeaus. Immer noch keine Information. Tecklenburg, Schwarzer Weg, am Waldstück. Du wahrscheinlich links. Genau so ist es. Gut, dass wir hier ein paar Schilder haben. Da hinten ist Spitzgerade. Da hinten ist eine Spitzgerade. Eine Spitzkehre ist ja eine Spitzkehre. Das ist immer, wo man tippen kann. Wo man kann. Bitte rangekommen. Die Uhr will nicht mehr mit dir reden. Gab es da schon wieder einen neuen Patch für? Irgendwie haben sie sich beschwert wegen erhöhten Akkuverbrauch oder sowas? Bei mir nicht, eher weniger.
weniger als Luft im Auge. Ja gut, kann vielleicht auch sein, kommt auf die, sag mal, auf die Revision an wahrscheinlich, da gibt es auch Unterschiede. Die sollten mal im Leuchten eine Stufe niedriger machen. Kannst du das nicht einstellen? Ja, von 0 bis 10. Ja, aber? Ja, wenn die natürlich immer auf 9 oder 10 stellen, die Nasen werden. Ach so! Ja gut, das muss ja auch gar nicht sein. Nee, muss auch nicht. Ja. Auf 6 oder 5 oder 6. Macht überhaupt keinen Sinn. Du guckst ja eh die meiste Zeit nicht drauf. Wenn die Sonne drauf scheint, dann geht die Uhr selbst ja nicht höher. Von der Beleuchtung. Ja, okay. Ja, dann musst du mal einen Blog schreiben. Ja? Jo. Meine Tipps. Meine Tipps, wir schneiden das aus hier. Dann setzen wir mal einen kleinen Nebenblock bei unserer Seite. Wir haben immer noch keinen Namen gefunden. Ach, ich habe noch keinen Channel auf. Wir müssen einen Namen finden. Ich habe Björn gestern schon gesagt, zur Strafe, weil er nicht mitkommen will mit Wandern, weil er ja eine faule Socke ist. Ja. Ja, Björn, du bist eine faule Socke. Muss er die Videos schneiden. Okay. Er hat ja auch meinen PC dafür, also von daher. Das gibt ja den Namen. Eigentlich ganz anders. Er gibt doch so ein Lied hier. Ja. Aus den 60ern. Und eine Gruppe, The Wanderers. The Wanderers, ja. Das ist unsere Hintergrundmusik. Haben wir hier Google. Ist sie frei überhaupt? Ist sie frei? Ist die 60er? Ist sie noch nach 50 Jahren, ne? Doch, die müsste schon frei sein, oder? So, haben wir hier Internet. The Wanderers. In 80 Meter. In 80 Meter, okay. Ich denke, das ist hier schon besser. Das da, ist das dies da oder das da? Da, wir können hier abkürzen. Hier rechts hier. Ja. Ja gut, dann gehen wir doch hier runter. The Wanderers, The Wanderers. Ja, ich weiß, kenne ich wo. Da gab es da damals auch einen Film, ne? The Wanderers, ne? Ja, logisch, was sonst? Pass auf, dass du nicht auf die Fresse gehst. Das Pferdchen war auch hier. Ich glaube nicht, dass wir es heute noch einholen. Aber komischerweise, das ist ganz frisch, das ist nicht lange. Ach, ja. Alter Scheiße. Komm. Ich fange schon wieder an, immer nur Alter zu sagen. Ich wollte mir das doch abgewöhnen. Ja, guck mal hier. Super Sache.